Servus, ich bin der Andi von Rallona Customs und möchte euch heute die Symptome von einem defekten Ventildeckel erklären. Und zwar geht es um BMW N45, N45N und N45T und auch M56 Motoren. Symptome eines defekten Ventildeckels bzw. Membrane, dieses Gummiteil, wo ich jetzt in der Hand habe, ist zum Beispiel, dass der Motor ruckelt, also Drehzahlschwankungen, Falschluft ist da der Grund, wenn die Membrane reißt, ne? Das kommt einmal mit der Zeit, dann strömt die Luft über den Deckel hinaus, das wo natürlich nicht so sein sollte, und der Motor verbraucht auch mehr Öl, das Öl kann auch im Innenraum rumspritzen minimal, dann der Auspuff raucht stärker, weißen Rauch, also weißer Rauch kommt mehr hinaus als es sollte. Das wären jetzt einmal die Symptome. Ihr müsst jetzt nicht einen kompletten Ventildeckel kaufen, wir haben hier ein Reparaturset, Deckel, Membran und Feder. Das spart Zeit und Geld, also mit Zeit meine ich Arbeitszeit. Das ist die optimale Lösung. Den Link zum Artikel findet ihr in der Videobeschreibung. Solltet ihr jetzt noch Fragen haben dazu, einfach in die Kommentare. Ein Daumen nach oben und ein Abo würde mich echt freuen. Bis zum nächsten Mal.